Das ist ganz einfach. Vor einer Woche haben wir begonnen, FPÖ und SPÖ zu überzeugen, dass dieser Misstrauensantrag notwendig ist, weil Bundeskanzler Kurz nicht nur zwei Regierungen ruiniert hat. Österreich international, insbesondere in der Sicherheitspolitik, vollkommen isoliert hat und gewaltigen Schaden angerichtet hat und jetzt bereit war, ein als Expertenkabinett getarntes ÖVP-Kabinett, eine ÖVP-Minderheitsregierung mit Kanzleraufpassern in jedem Ressort für den Wahlkampf zu missbrauchen. Da haben wir gesagt, so geht das nicht weiter. Seinerzeit Bruno Kreisky hat sich mit seiner Minderheitsregierung, wie sich's gehört, ans Parlament gewandt und die Vertrauensfrage gestellt. Sebastian Kurz will das Parlament umgehen, ignorieren. Wir sind die gewählten Volksvertreter und wir ziehen ihn jetzt zur Verantwortung. Es geht nicht anders. So, und eine Woche lang haben wir versucht, SPÖ und FPÖ zu überzeugen, dass es diesen Misstrauensantrag geben muss, um das Kurzchaos im Bundeskanzleramt zu beenden und endlich wieder Stabilität zu schaffen. Diese Überzeugung ist uns offensichtlich gelungen. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Die Sozialdemokratische Partei hat jetzt einen weitergehenden Antrag eingebracht oder wird ihn in der Sitzung einbringen. Sie wollen die gesamte Bundesregierung entlassen. Da bin ich nicht sehr glücklich darüber, weil ich der Meinung bin, dass zum Beispiel der neue Innenminister ausgezeichnet ist und unser Vertrauen verdient. Aber im Kern ist das unser Misstrauensantrag. Und im Kern lautet die Frage, die in welcher Form auch immer heute der Nationalrat entscheidet, soll Sebastian Kurz als Bundeskanzler weiter seine Macht missbrauchen dürfen oder soll ihn der Nationalrat daran hindern? Soll Sebastian Kurz als Bundeskanzler weiter das Chaos vergrößern oder sorgt der Nationalrat für Stabilität mit einem Expertenkanzler, dem alle vertrauen? Diese Frage werden wir gemeinsam beantworten und ich sehe, so wie Sie, dieser Sitzung mit großen Erwartungen entgegen. Wird die Liste jetzt diesen Misstrauensantrag der SPÖ unterstützen oder werden Sie nur Ihren eigenen Misstrauensantrag unterstützen heute? Unser eigener Misstrauensantrag wird, wenn der SPÖ-Antrag auf Entlassung der gesamten Bundesregierung angenommen wird, gar nicht abgestimmt. Das sieht die Geschäftsordnung des Nationalrates so vor, weil immer der weitergehende Antrag zuerst abgestimmt wird. Wir haben jetzt eine Clubsitzung gehabt. Ich werde gemeinsam mit meinen Clubkollegen noch ein paar Gespräche, insbesondere mit der SPÖ, führen. Und wir werden uns dann kurz vor der Sitzung entscheiden. Aber ich glaube, das Wichtigste steht außer Streit. Wir haben es geschafft, wir sind erfolgreich. Sebastian Kurz kann nicht länger als Bundeskanzler für die ÖVP und gegen die Interessen Österreichs seine Macht am Ballhausplatz missbrauchen. Das ist ganz entscheidend, das werden wir zusammenbringen. Alles Weitere dann in der Sitzung, damit es wenigstens noch ein bisschen spannend bleibt. Abschließende Frage noch. Der Bundeskanzler hat ja gestern bei der EU-Wahl, beziehungsweise sein Kandidat Ottmar Karas mit der ÖVP, ein Rekordergebnis eingefahren mit 35,4%. War das nicht auch eine Abstimmung über den Kanzler und ist es gescheit, den Kanzler gerade am Tag nach so einem Wahltriumph zu stürzen? Das macht irgendwie kein gutes Bild, oder? Die EU-Wahl hat Ottmar Karas als Spitzenkandidat wirklich in beeindruckender Art und Weise gewonnen. Und nicht nur wir beide wissen, dass Ottmar Karas einer der schärfsten Kritiker von Sebastian Kurz in der ÖVP ist. Stellen Sie sich einmal vor, Ottmar Karas wäre jetzt ÖVP-Abgeordneter im Nationalrat und wir hätten eine geheime Abstimmung. Ich sage Ihnen, was Karas dann tun würde. Er würde in geheimer Abstimmung Sebastian Kurz das Misstrauen aussprechen. Und das aus einem einfachen Grund, weil von Karas bis uns alle wissen, dass die
Europapolitik von Sebastian Kurz als Bundeskanzler zutiefst antieuropäisch ist. Und seit gestern sind wir in Europa in einer neuen Situation. Wir haben gewaltige Zugewinne der antieuropäischen Rechten. Unser gemeinsames Projekt Europa ist gefährdet von Italien über Frankreich bis in viele andere Staaten. Das ist brisant. Die Europäische Union, wenn das so weitergeht, kann zerbrechen. Und Bundeskanzler Kurz ist, und das ist eine besondere Verantwortung, einer der Motoren dieser Zerstörung Europas. Und auch deswegen müssen wir diese Verantwortung einfordern, einen Tag nach dieser Europawahl, damit dieser Zug zur Zerstörung unseres gemeinsamen Europas auch in Wien endlich unterbrochen wird. Die endgültige Entscheidung fällt ohnehin bei der Nationalratswahl. Und das ist der einzige Punkt, wo Sebastian Kurz und ich einer Meinung sind. Die Menschen in Österreich werden entscheiden und nicht der Bundeskanzler und nicht die österreichische Volkspartei. Am Ende ist jede Stimme in Österreich gleich viel wert. Wir haben alle die Chance, die Menschen zu überzeugen. Heute nehmen wir unsere Aufgabe im Nationalrat wahr, wie es die Verfassung vorschreibt, über das Vertrauen in den Kanzler zu entscheiden. Aber am Ende gibt es jemanden, der über uns steht. Das sind die Menschen in dieser Republik. Und die werden die letzte Entscheidung treffen. Abschließende Frage noch. Wenn der Bundeskanzler heute abgewählt wird, wovon ja alle ausgehen, muss ein neuer Expertenkanzler eingesetzt werden vom Bundespräsidenten. Da schwirren verschiedenste Namen herum derzeit. Wen halten Sie denn für geeignet, als Expertenkanzler eine Expertenregierung die nächsten 4 Monate zu führen? Wissen Sie, ich beneide Alexander Van der Bellen um seine Aufgabe. Der Bundespräsident hat es selten so leicht gehabt, weil jemanden zu finden unter den vielen qualifizierten Menschen in unserer Republik, der besser für das Amt des Bundeskanzlers geeignet ist als Sebastian Kurz, das ist überhaupt keine Kunst. Deshalb hat Alexander Van der Bellen als Bundespräsident, hier eine sehr große Auswahl. Ich werde mich überhaupt nicht einmischen. Es ist nicht meine Art, dem Bundespräsidenten Ratschläge zu erteilen. Er hat es bis jetzt ausgezeichnet gemacht und er wird auch weiter im Gegensatz zum Kanzler eine sichere Hand beweisen.